Konnichiwa, meine Freunde. Und ich bin wieder da und ich hätte mal wieder ein paar lustige japanische Werbungen am Start. Und ich würde sagen, wir quasseln nicht lang rum, wir schauen die einfach mal zusammen an. Und wir haben mal wieder lustiges Zeug. Und schon wieder den Hund, den haben wir das letzte Mal schon gesehen. Der ist doch voll geprügelt oder so, ne, glaube ich. Das ist ein krasses Kostüm auch eigentlich, ne? Ja, guck dir alle Tricks in der Natur ab und dann wirst du von einem UFO nach oben geschickt, um die guten Chips zu bekommen. Ja, das war's. Ich verstehe einfach den Zusammenhang leider nicht. Was hat das jetzt mit Fußball zu tun? Wie ist es, Sochi? Ich bin Und es ist eine Internet-Werbung. Aber warum ein Hund? Meiji. Oder Meiji? Ohne Witz, wenn du das mehrmals am Tag hörst, stehst du da voll drauf, weil ich glaube, das ist voll der Ohrwurm. Oh, schon wieder hier. Oh, Alkohol. Nach dem Onsen. Schön. Strong. Sehr gut. Bruce Willis, alles klar. Tekakaku. Okay. Also er musste halt einfach mal 6 Bananen. Aber das krasse ist, Bananen sind halt echt relativ teuer dort, ne? Also das ist schon bei 1 € pro Banane. Oh. Das ist jetzt eine Zahnpasta oder Sekundenkleber? Ich weiß es nicht. Was für ein Glory Hole. Ja. Der Hund. Das sind so Escape-Häuser, glaube ich. Hat das schon mal hier in Deutschland von euch einer gemacht? Oh, sieht aus wie ein Donut. Ja, super. Dann kommen wir nicht mit rüber. Essen wir jetzt halt auf. Mr. Donut. Das Disneyland als komplette Animation, als Werbung. Wie geil ist das denn bitte? Gott, ich liebe dieses Land so. Oh Gott. Ich will auch solche Werbung an dir haben, Mann. Da guckt sogar die Oma, freut sich. Das ist ein Resort hier noch. Roter Gameboy? Das ist kein Pocket. Monster, 150 Schurri. 150 Monster. Oh, die Mode damals. Und die Geisha ist auch noch mit am Start. Super Game Boy in a color de kire. Oh, genau. Role playing. Pocket Monster. Farbliche Gameboy. Und guck, da gab es halt einfach mal grün. Da gab es einfach grün. Watashi wa Neran. Kono natsu wa sekai ni habataku nyo da. Hallo. Annyeonghaseyo. So, Neko Neko. Hm? Nanami Nanyo da. Guys, it's in the Welt.
グラファイトチアガールグラッときてグラファイト告白グラファイト失恋グラファイト悲しみの雨グラファイト体温計グラファイトメガネグラッときてグラファイト告白2グラファイト命中グラファイトデュエットグラファイトプロポーズグラファイト父の反対グラファイトつまらないものですがグラファイト OK グラファイトケーキの中ちなみにグラファイトはシャープシーです。 auf einmal eine Nadel in der Hose quer gestanden und ich konnte nicht mehr laufen in Japan. Das war saulustig. Weil vorher die Hose geflickt wurde und ja, dann wurde die Nadel drin vergessen. Wahrscheinlich war man so mitten in der Stadt. Au, nach einer Woche. Keine Ahnung warum. Ja, auf jeden Fall stand ich da in der Stadt und konnte auf einmal nicht mehr laufen. Konnte ich mir so, au, au. Das war so voll in der Kniekehle drin. Und da musste ich mich mitten in Tokio ausziehen. Die Jungs haben sich um mich rumgestellt und haben diese Nadel, dass ich sie entfernen konnte. Ich muss meine Hose komplett ausziehen. Ja, shame on me. Mal wieder eine geile Story und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sayonara.